Poch, poch, herein und ein herzliches Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2 und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, wenn du das getan hast, anscheinend wissen möchtest, wie es weitergeht. Ich bin noch nicht fertig hier, habe ich gesagt das letzte Mal. Ich bin noch nicht fertig, obwohl wir das letzte Mal dem kleinen Jungen geholfen haben und der hat uns gesagt, er könnte uns jetzt auf das Boot mitnehmen, raus hier in die Freiheit. Aber ich möchte noch nicht. Ich möchte noch nicht. Denn ich habe noch nicht alles entdeckt. Und wir haben ja gesehen, die letzten Folgen einfach, was es uns gebracht hat, ja, diese ganzen EPs zu sammeln und auch uns mit Waffen auszurüsten, in den Stufen einfach nach oben zu steigen und somit einfach stärker und mächtiger zu werden. Ja, und in der letzten Folge haben wir auch noch übrigens den Gesichtsabreißer für Fane gefunden. Ja, den wollte er unbedingt. Das heißt, wir können jetzt für ihn Masken basteln, indem wir das, indem wir den anwenden auf irgendwelche dahingeschiedenen. So. Ich habe mich schon ein bisschen aufgewertet in der Zwischenzeit. Habe mir mit meinem Gwarosch dieses Polymorph gegeben oder Polymorph und konnte damit diese Stierhörner freischalten, die ich ja gesammelt hatte. Und meine Attribute, ich habe dadurch auch einen Attributspunkt dazu bekommen, habe jetzt 3 Stück gehabt, konnte mir Stärke dazugeben, ich habe mir Konstitution dazugegeben und ich habe mir Verstand dazugegeben, denn Verstand erhöht zwar nicht viel, man sieht es hier 1%, aber immerhin meine kritische Trefferchance und meine Initiative. Und Initiative brauche ich, um in den Runden öfters an die Reihe zu kommen. Und das ist für den Kampf eigentlich wichtig. Ja. Das heißt, das habe ich auch mit jedem. Jedem habe ich Initiative Verstand gegeben. Ja. Um meine Initiative zu erhöhen damit. Gut. Jetzt habe ich letztes Mal wieder was entdeckt. Nämlich eine Treppe nach oben. Und ich bin einfach zu neugierig. Ich will wissen, was da oben ist. Wir werden sicherlich nach oben in die Freudenfeste kommen. Ja, wir sind in der Freudenfeste. Ich habe es mir gedacht. Einmal des Schriftgelehrten Teil 1. Liegen hier rum. In Folge füllt bis oben hin. Irgendwann muss das mal weg. Ich kann mir jetzt hier noch ein Bild klauen. Bildnis eines Relikts. Ich weiß nicht, wie viel wiegt das? Stufe 3, ich weiß nicht. Oh, Fane, was wiegt das? 1. Ah, komm. Nimm die Bilder mit, vielleicht können wir sie verkaufen. Aber schauen wir mal, was hier drin ist. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Sonst noch irgendwas? Nein. Hier geht's nach draußen. Hier steckt. Das hat mit Paladin zu tun, mit diesem Ort. Verschmutzen. Na, das Göttliche. Magister Hauptmann Trippel. Ja, ja, hier sind die Magister unterwegs. Aber schaut euch das mal an hier. Die haben nicht so viel. Die haben nicht so viel. Das heißt, wir sind schon mittlerweile so stark, dass wir uns eigentlich gegen die wehren können. Ich guck mal raus. Guck mal, was passiert. Der Paladin scheint sich zu streiten mit dem Hauptmann. Kampf. Okay. Wieso Kampf? Magister Trippel. Muss jetzt gegen ihn auch kämpfen? Wie viel hat er denn? Ich kann ihn nicht anwählen. Er wird grün angezeigt. Er wird grün angezeigt. Ich kann ihn auch nicht anwählen. Doch, hier kann ich ihn anwählen. Paladin Kork. Aber es sieht so aus, als ob sie gegeneinander gehen. Weil er wird mir nicht als rot angezeigt. Also er steht auf meiner Seite vielleicht? Oh. So, Fane ist dran. Fane geht hier hin. Kork darf nicht entkommen. Was? Kork darf nicht entkommen. Also Kork ist er. Was hast du vor? Es verändert sich hier. Es verändert sich die Reihenfolge. Okay, wow. Musik hört sich cool an. So. Mit ihm gehe ich zurück. Ah!
Verfehlt, sehr gut. Laufen fahren. So, und jetzt gib ihm Saures. Seine Rüstung ist schon ein bisschen runtergeschlagen. Ja. Sehr gut. Oh, 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 oh. Ah, sie haben es auf diesen, sie haben es auf Kork abgesehen. So, du raust ihn. Gib ihm ganz normale Haue hier. Bats. So, nochmal. Ach, geht nicht. Ein Zug noch. Schaden. App. So. Guter Hauptmann. Ihr habt euch eine schlechte Position ausgewählt, würde ich mal behaupten. 32. Okay. Boom und boom. Tschüssikowski. 800 EP bekommen. Der Hauptmann ist niedergestreckt. So, wir können noch weiter vor. Wir haben den Henker und damit können wir uns weiter nach vorne schlagen. Wir unterstützen unseren guten Kork hier, wer auch immer das ist. Wow. Okay. Okay, Fernkämpfer. Setz Phönix Sturzflug ein. Ah, cool. Kannst du quasi wegbeamen. Da kommt noch ein Magister-Schwertkämpfer. So, Fane. Wie weit reicht deine Inkarnation? Ah. Sehr schön. Das schafft er allein. Komm, ich setze mir hier hin. Nein, ich setze einen Toten erstmal hin. Oder? Nein, komm. Inkarnation. So. Sehr schön. Und jetzt gehen wir vor. Ums Feuer rum. Hoffe ich. Ja. Zur Inkarnation. Fernkämpfer angreifen. Batz. Und wieder weg. Ja, nur 6. Abgezogen. Meine Inkarnation ist stark. Die habe ich nämlich auch aufgepimpt noch mit meinem Fane. Stufenaufstieg. Achso, wir sind natürlich hier ein bisschen eingekesselt. Deswegen müssen wir erstmal Wegstrecke machen. Wo geht der hin? Ah, schlecht. Darüber. Ziel außer Sichtweite. Muss ich das Feuer durch? Kann ich es irgendwie löschen? Kann ich was abfackeln? Nein. Nein, ich muss den Zug beenden. Ah, ich schieße hier drüber. Brennend. So, Quarosch, du musst rennen. Aber du brennst. So, erstmal hier hin. Ich weiß noch nicht, was das, was ich damit machen kann. Du kannst dich auf deine Feinde stürzen und sie blutig vernichten. Brauch 2 Stück. Lege Stierhühner fest. Ich brauche gar keinen Aktionspunkt damit. Ich muss hier rüber. Ich muss darüber metzeln. Hey, zu weit weg. Dann gehe ich mal hier hin. Vergeltung kann ich 1+1 machen. Ich habe noch Energie. Ja, jetzt stehe ich natürlich für alle 3. Da kommt das
als nächstes dran. Magisterwaldläuferin. Ah, da ist nochmal jemand. Oh, das wird hart. Schilde hoch, komm. 7 Uhr. Was ist mit dir los? Sau Inkarnation. Wen habe ich denn verletzt? Sie. Hat gerade egal. Ah! Was soll das? Komm, hau bei ihm die Rüstung runter. Ah, der hält noch ein bisschen durch. Komm, der hält's noch durch. Ja, sehr gut. Sie hat noch volle Energie. Verlangsamt. Stimmt trotzdem dahin. Hier durch. Ne, ich schieße erstmal. Zacki und Tschüssikowski. 800 HP bekommen. Sehr schön. Er fehlt. Feuer ist weg. So, meine Chance. Jetzt vorpreschen. So, und jetzt kann ich doch... Steht natürlich die Inkarnation im Weg. Ich hab noch zwei. Jetzt mache ich Zündung. Dann erwische ich 2. Ja, 3 sogar. Yes. Eine noch. So, jetzt Quarosch. Kannst du dann Sturmbock machen? Nein, warum nicht? Ah. Dann mache ich Hacke Peter. Zu weit weg. Also ich muss näher hin. Hilft nichts. So, hab noch einen. Oh, dann mach ich doch mal das. Stierhörner. Anstürmende Ochse. Und jetzt. Zug beenden. Brauchst du Unterstützung? Inkarnation. Jupp. Nochmal. So. Aber er kann sich heilen. Andere Typi. Ja. Sehr gut. Feini. Jetzt mal ein Schussweite. Ah, sie haben noch magische Rüstung drauf. Mein Totem. Wann kommt das? War nochmal eins. Gut. Ah, ja. Reflektiert. Plus 1. Ah, okay. Das war jetzt diese Stirnhörner. Diese Stirnhörner haben durch Vergeltung ihm auch einen Schaden zugefügt. 1 ist halt nicht viel, aber gut, immerhin. So, 2 Aktionspunkte. Kann ich nichts drüber werfen? Nee. Also, ich muss weiter vor mit meinem Ivan.
So, jetzt ist jemand in Schussweite. Nein. Zwei Aktionspunkte. Hm, dann halt das. So. So, wer ist dran? Jetzt bist du dran. Gekoppelt. Wir machen ganz normal. Ihm hier Leben abziehen. Und nochmal. So. Ja, die schaffst du. Ja. Sehr gut. Und wieder 800 EP bekommen. Ja. Sehr gut. Was? 5 habe ich jetzt plötzlich. Okay. Dann nimm dieses. Rüstung weg. Und tschüss. Und wieder 800 EP. Und nochmal 3. So, wie weit komme ich? Bis kurz vor dich. Kurz vor... deinem Bogen. So, kann ich noch was machen? Nein, brauche ich auch nicht. So, kommst du hin? Ja. Das schaffen wir allein. Wir konzentrieren uns auf den hier. Wie gesagt, auf sie hier. Wie viel braucht es? Dimensionsbolz 2. So, das ist umgestellt, aber egal. Wow, was ist das? Okay, nochmal einer hingerichtet. Was ist denn das? Hä? Okay. Cool. Kann ich den mit ihm bauen? Das sind schon 3 Stück. So, außer Reichweite. 2 AP hier. Ah, Ifan, komm. Na gut. Ich hoffe, die EP kriegen wir auch für den getöteten Charakter. Wir setzen nach. Wir kommen nach. Ist hier noch irgendjemand? Also mächtig wie wir sind, können wir mittlerweile, glaube ich, hier alle Magister niederschnitzeln. Kleiner Mann. Kleines irgendwas Viech. Ah, da kannst du fliehen, solange du willst. Oh. Wie viele Totems kann ich denn machen? Kann ich jede Runde ein Totem machen oder was? Ich kann alles mit Totems zu pflastern. Eine Runde, natürlich. Wie cool. So. Bist du? Mit der Reposition 2 Schaden, aber guck mal jetzt, wir kriegen die noch jetzt. Mal mit dem hier. Tschüss. Ja, also. Bei Lucians Schwert, diese Magister sind wahnsinnig. Alles in Ordnung? Und versichern, dass er sich keine Sorgen machen muss, dir geht es gut. Nicht wie ein Gefangenenhaus. Wer ist er? Kichern und sagen, dass ein paar Gefängniswärter nicht schlimme Feinde sind, mit denen du...
nicht euer erster Kampf, das war klar zu erkennen. Ich bin immer froh, einen Veteran an meiner Seite zu haben. Er hält einen Moment lang inne, um sich eine dickflüssige Mischung aus Schweiß und Blut von der Stirn zu wischen, bevor er weitermacht. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie die Frechheit besaßen, mich anzugreifen. Ein Paladin. Das ist Hochverrat. Immerhin gehören wir zum göttlichen Orden, verdammt nochmal. Unsere Fortgesetzten werden sehr daran interessiert sein, davon zu erfahren. Und fragen, wem er das sagen möchte. Ihm sagen, dass er furchtbar naiv sei. Nee, das hier. Unser Großmeister zum Beispiel, Herr Kem, würde sich solch einen Unsinn nie gefallen lassen. Das Problem ist, dass die meisten Leute auf dem Festland nicht wissen, was hier vor sich geht. Ich hätte es nie geglaubt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Aber wir haben uns lang genug unterhalten und das hier ist keine Taverne. Wenn wir noch länger stehen bleiben, bedeutet das den sicheren Tod. Zustimmen und getrennte Wege gehen, es wird höchste Zeit, wieder loszuziehen. Ihn fragen, wohin er gehen wird. Eins nach dem anderen. Ich muss mich mit der Freudenfeste vertraut machen. Ich wurde hierher geschickt, um einen offiziellen Bericht über die Vorkommnisse zu erstatten und habe nicht vor, jetzt wegzulaufen. Danach jedoch, und ohne die Hilfe der Magister, können wir nur noch ins Mergelmoor. Man sagt, es spukt dort, aber ich glaube nicht an solche armen Märchen. Ich habe mir sagen lassen, dass es auf der anderen Seite der Insel einen alten Hafen gibt. Und wo ein Hafen ist, ist vielleicht auch ein Boot. Ja, wir haben eins. Ich muss gehen. Und das solltet auch ihr tun. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr verdient etwas Besseres als diesen Ort. So. Und damit haben wir den Paladin gefunden. Und ihm geholfen. Und Magister niedergeputzt. So, und natürlich gucken wir, was die Magister hier so Schönes haben. Nix. Ja, nix ist zu wenig. Erstmal hier noch gucken. Da liegen noch welche rum. Was ist das? Großer Schlüssel des göttlichen Ordens. Kann ich jetzt die Tore hier öffnen? Sag mal, habt ihr alle nichts oder was? Frechheit. Hier sind noch Kisten. Jetzt gucke ich aber mal durch. Erst nochmal die Magister gucke ich durch. Und jetzt, ich will mal wissen, wie diese Gesichtsabreißermaske, ob das funktioniert. Sag mal. Magere Ausbeute hier. Aber einen Schlüssel haben wir bekommen. So, Fane. Fane. Da. Sprengt dein Ziel in die Luft. Bewaffnet, ein abgerissenes Gesicht, das zugestreckt. Wie funktioniert das? Diese grässliche Vorrichtung dient dem Entfernen intakter Gesichter von geeigneten Leichen nur zu. So, und jetzt? Rain? Guck mal. Magister Waldläufer. Abgerissenes Gesicht. Alter. Okay, heftig. Und jetzt? Brot und Prinz geben, kombinieren mit. Hä? Was ist das mit Explosion? Sprengt ein Ziel in die Luft. Ja, natürlich. Total. Okay. Weißt du jetzt nicht, was es gebracht hat und was wir mit der Maske anfangen können, aber gut. Wir werden es noch erfahren. So, da hinten waren noch, da oben ist auch noch was zum Gucken. Tischsäge, Klauenhammer. Brauchen wir nicht. Tischschlag, das brauchen wir auch nicht. Flasche Wasser. Flasche Wasser hört sich gut an.
mehr Feuer löschen vielleicht. So, gucken wir mal in die Säcke noch rein. Nix. 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 So, wir pennen mal eine Runde. So, auch gut. Dann waren hier hinten noch Kisten. Dass der nur diesen Schlüssel dabei gehabt hat. Jetzt sind wir natürlich das Gift gelaufen, aber egal. Ah! Was haben wir denn da? Grüner Kopf, magische Rüstung. Malachit. Sachkundige Händler für ein ordentliches Sümmchen und nochmal Gold. Oh. Leere Becher. Kleiner Heiltrank. Magistergabel. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hier oben hängt was. Zettel. Was ist das? Warnung, wer sich übermäßig mit den Gefangenen verbrüdert, bekommt es mit dem Hammer selbst zu tun. So ein Hammer. Der Göttliche ist gegangen, Bischof Alexander nicht. Was ist denn das? Strohpuppe. So, hat man ja schon. So, wie sieht es mit dem Ring aus? Wir gucken mal ins Inventar. Wer braucht denn magische Rüstung? Ein bisschen. So viel magische Rüstung, aber ich glaube, ich gebe es fast. Ne, ich gebe es ihm. Ein bisschen mehr magische Rüstung haben. So. Gut. Und jetzt haben wir hier noch etliche Bücher rumliegen. Alter Teller. Brot nehme ich mit, das kann ich essen. Trauben kann ich auch essen, Leben. Dann Magister Brustharnisch. Genauso stark wie meiner. Tierfreundliches Häuten der Überlebenden. Nehme ich erstmal das mit. Dann das auch noch. Bücher zum Lesen. Dass uns nicht langweilig wird. So. Dann haben wir noch schwere Eisenkiste. Hm. Tierhaut. Okay. Okay, es gibt auf jeden Fall was zu holen. So, dann schauen wir nochmal, wie das denn mit der Rüstung aussieht. Die hat wenig magische Rüstung, aber dafür viel physische. Und man bekommt plus 1 Stärke. Halt, ich muss ja hier gucken, aber das war ja dasselbe. Wo ist sie denn? Da, ist genau dieselbe. Bloß ohne plus 1 Stärke. Sie hat halt 6 magische Rüstung viel. 3 magische Rüstung, das heißt, das ist schon besser. Und er hat nur, er hat gar nichts an. So, also dann bekommt es unser Fame. Stärke nicht hoch genug. Wie viel Stärke brauche ich denn? Erfordert Stärke 11. Wie viel hat er? Auch nur 10. Ah. Okay. Um alle noch Stärke ziehen. Na gut. Dann sollte ich ihnen mal Stärke irgendwann verpassen. Auf jeden Fall. Und ich finde noch eine Robe, die ich ihnen geben kann. Okay. Ich würde sagen, dann war es das hier in dieser Folge. Wir haben Kork getroffen. Den Paladin, der angegriffen wurde von den Magistern. Und wir haben gemerkt, dass dadurch, dass wir uns jetzt so viel EPs vorhin schon geholt haben, schon schön mit Waffen ausgerüstet haben, wir jetzt wirklich gegen eine Horde Magister antreten können.
locker. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das heißt, wir können uns hier eigentlich schon fast frei bewegen. Brauchen wir uns vor keinem Magister hier mehr zu fürchten. Okay, macht's gut. Bis zur nächsten Runde von Divinity Original Sin 2. Bis dahin, ciao. Funko.